Ich bin Herkules, die Schildkröte. Ich kenne einen Jungen, der heißt Hans. Der wohnt mit seiner Mutter in einem Haus in der Schweiz. Die Mutter arbeitet in der Stadt und ist fast den ganzen Tag nicht zu Hause. Ja, also ich habe Ihnen hier auch noch so ein Buch, da können Sie auch noch dieses Modell haben. Was machst du denn hier? Schütz mal bitte schnell da ab. Also hier ist das Buch, können Sie mal hier gucken. Also, da mache ich hier die Haare einfach so ein bisschen. Spiel doch mit deinem neuen PSP. Nintendo DS. Ja, das tut mir leid, aber Schatz, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Bitte, es tut mir leid. Heute Abend komme ich wieder. Ich muss hier arbeiten, als Coiffeuse. Da ist mein Junge natürlich oft alleine zu Hause. Das tut einem weh, weil man möchte ja seine Zeit mit seinem Sohn, mit seinem einzigen schon gerne zusammen verbringen. Ich verdiene monatlich 3.200 und netto 2.891. Für unsere alte Dreizimmerwohnung zahlen wir 1.260 Franken. Ich habe ein kleines Auto, da kostet das für Benzin und Steuern 150 Franken. Da bleibt noch 600 Franken, das ist in Ordnung. Ich habe einen kleinen Garten, da versuche ich durch Eigenanbau mir ein bisschen was dazu zu verdienen oder respektive zu sparen, damit wir Geld haben für extra Sachen. Ich würde wahnsinnig gerne mal ins Ausland, in die Ferien und vielleicht mal ans Meer. Aber das liegt halt nicht drin. Also Entschuldigung, so, hier die Haare. Gut, dann machen wir das jetzt alles ab. Verdammt! Scheiß Spell! Oje! Hans weiß nicht, was er machen soll. Sein Spiel ist kaputt. Er hat Angst, es seiner Mutter zu erzählen, da sie sonst sicher eine Krise bekommt. Aber schauen wir, was am nächsten Tag passiert. Hallo, Manuela! Hallo, Hilde! Ist dir nicht heiß? Ich hätte Wasser für dich. Oh ja, gerne. Ich komme. Okay. Das ist Hallo, ja eine Manuela. Überraschung. Schau, ich habe dir ein frisches Wasser mitgebracht. Das ist ja toll. Mit so einem, was ist denn? Zum hast du Geburtstag? Nee, ich dachte einfach, wenn man so viel arbeitet, braucht man etwas Wasser. Hallo. Hans? Willst du auch ein Glas Möchtest Wasser? Möchtest du auch Wasser? Nicht? Der Junge trinkt ja nichts. Ich hoffe, dass ja die Tomaten und die Kartoffeln gedeihen, dass wir den Kühlschrank füllen können. Hast du Mühe im Moment? Ich weiß nicht, wie ich das Geld für die Miete und für die Versicherung zusammenkropfen soll. Und der Junge isst natürlich auch schon rechte Mengen, ne? Das wird schwierig, das wird schwierig. Der Hans hat doch so einen PSP bekommen. Ja. Jetzt ist der kaputt gegangen.
Nee, warum? Ich sage dir, ich habe den bei eBay. Mann, Manuela, ist der kaputt das schon mal gegangen. Gesagt. Ja, und ich glaube, die haben mich verkackt, Eier. Total verarscht. Weil das es geht doch nicht, dann sagst du denen. Es gibt keine Garantie. Ja, und jetzt, was machst du? Ich habe ein Pech. Nicht, dass es meine Schuld ist. Sie denkt, dass es einfach so kaputt gegangen. Herkules, ich brauche deinen Rat. Ich brauche 220 Franken für einen neuen Nintendo DS. Es hat keinen Zweck. Ciao. Weißt du, Geld kommt und geht. Die meisten müssen für Geld arbeiten. Andere machen Geld mit Geld. Ja, und dann gibt's noch die Grauzone. Klauen, Aktien, du weißt schon. Hallo? Hans? Oh, jetzt ist er bei seinem Kumpel im kurdischen Ghetto. Ich brauche Emotionen. Weil ich brauche viel Geduld. Manchmal brauche ich ganz viel Zeit, so einen Rap zu schreiben. Manchmal einen Tag, manchmal einen Monat, manchmal sogar ein Jahr. Oder sogar eine Woche. Aber das kommt nicht darauf an. Hauptsache er ist gut und hat ganz krasse Texte. Das ist etwas, was ihr könnt. Das ist etwas, was ich bin voll real. Das ist recht voll abnormal. Nein, das ist real. Und ab und zu aus Normalität. Eigentlich meistens rede ich nur über mich. Weil mein Leben ist mir sehr wichtig, weil ich bin einerseits halb Kurde, halb Italiener. Und wir Kurden haben es sehr schwer zu überleben, weil wir Krieg haben. Der Wand fighten, darum komme ich jetzt. Go, gleiten, was Wander machen. Ich hatte die Übermacht, wir Kurden kämpfen seit Jahren. Das ist ganz einfach, weil wir haben immer Krieg. Dann werde ich aggressiv und dann schreibe ich meine Rhymes. Aber immer auf gewaltige Art. Ab und zu schreibe ich Hip-Hop und ab und zu ist wie ein Buch. Das Wichtigste, was du im Rap-Business brauchst, ist ein Blog. Ein Stift. Yo. Hey, kurdische Ghetto. Wie komme ich schnell zu Geld? Überfalle eine Bank, zieh die Maske an und öffne den Safe. Dann sagst du, Hände hoch, Geld oder Leben. Wenn's nicht klappt, nimm eine Geisel, das klappt immer. Deine Mutter fragen, ob sie dir das Geld gibt. Oder du machst es so wie mein Bruder. Er geht zu den Nachbarn und tut dort Rasen mähen. Hallo.
Hallo, ich habe euch Rasenblumen. Ja, jetzt warst du eine rechte Zeit dran. Ja. Wart mal schnell, wer arbeitet, soll auch was dafür bekommen. Wart mal schnell, Hans. Schau mal, was ich Feines für dich habe. Ein Eis. Danke dir, Hans. Dankeschön. Tschüss. Übrigens, die Entgeltung von Arbeit stellt eines der größten ökonomischen Probleme dar. Wobei die Übereinstimmung von Nachfrage und Angebot von Geld sehr schwer, wie kann man das sagen, funktioniert. Ja, mein Mann verdient ca. 5.500 Franken netto. Das ist eigentlich, damit kann man gut leben, ja? Oh. Uns geht's wirklich gut. Geht doch in eine Fabrik arbeiten oder in eine Werkstatt. Da verdient man sehr viel Geld. Hier muss er immer nur die Plastikflaschen kontrollieren. Eine Weile beginnt er ein bisschen zu träumen und überlegt sich, wie man eine Maschine konstruieren müsste, die die Flaschen selber kontrolliert. Die Chefin findet das nicht gut. Mein Lieber, ich habe dich jetzt beobachtet und gesehen, du bist ein bisschen am Träumen und du hältst dich nicht an die Vorschriften. Das geht hier leider nicht. Ich habe hier eine Adresse, wo ich denke, du kannst dich bewerben und das könnte klappen. Komm, wir gehen ins Büro. Geh an die Wahrarbeit. Du könntest deiner Mutter im Haushalt helfen. Toiletten putzen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Sag Zeitungen aus, ist das Beste. Ja. Wie komme ich schnell zu Geld? Versuch's doch mal mit Lotto. Ja? Lotto? Warum nicht? Darf ich bitte einen Los haben? Ja. Das ist ein Franken, bitte. Ich kann es nicht glauben. 220 Franken. Ja, wow. Du hast gewonnen. Ja, 220 Franken. Super. Danke. Glückwunsch. Das macht ich. Ah, Nintendo DS Lite Schwarz. Okay, einen Moment bitte. Okay, das wollen Sie jetzt kaufen? Ja. Okay. Dann schauen wir mal. Okay? Und wie sehen? So, das machen jetzt 221 Franken. Okay, 100, 220. Da fehlen noch 9 Franken. Hier stehen 229 Franken. Da darf schon 220. Dann kaufe ich dich doch da eine Brille dafür. Hier steht 229 Franken. Da platzt dem Jungen der Kragen. Er beschimpft den Verkäufer so fest er nur kann. Du bist so gottsjämig, Beschisse. So ein Scheißladen. Ich kaufe hier nie mehr. Ich behalte lieber mein teures verdientes Geld und mache etwas Sinnvolles draus. Ich mache mein eigenes Spiel. Da könnt ihr blöd aus der Wäsche gucken, wenn ich mein Spiel billiger verkaufe. Alle kaufen bei mir, weil es billiger ist. Vielleicht verschenke ich sogar. Mal schauen. Das wäre ein ökonomischer Tod. Scheiß Firma, Nintendo. Fuck you. Ich kann da doch nichts dafür. Ich bin doch nur ein kleiner Mitarbeiter. Die
jetzt ist meine Hans in der Zwickmühle. Entweder verzichtet er auf das Spiel oder er denkt sich was ganz Neues aus. Er spricht mit seinen Freunden drüber. Die finden es gut. Action! Okay. Coole Autos. Okay, coole Autos. Krieg, Bomben, Terror. Antiterror. Schrottflinte, Bazooka. Das wird gut. Das wird gut, Jungs. Cooles Spiel. Das ist klasse, wirklich. Denkt daran, ihr könnt euch jetzt damit selbst versorgen. So wie ihr ja auch eure eigenen Tomaten anbaut. Oder ihr könnt eine Großproduktion aufziehen. Überlegt doch mal. Ja, Großproduktion. Ja, mir schaukelt das Pferd. Das wird der Hit. Ich habe viele Freunde, ich schenk's denen allen. Hans, du machst das Cover, ich mach den Titelsong. Einverstanden? Ja. Stell mir vor, du wirst berühmt. Ja, warte doch schnell, ich stell's mir vor. Ja, voll cool. Voll geslasht. Dann gehe ich in das Studio und produziere meine eigene Tracks, meine eigene Produzenten. Du bist die, was ich nicht hasse. Du bist die, wo ich sehr lieb. Ich versteh dich nicht. Ich versteh dich nicht, was Liebe ist. Darum komm ich zu dir. Ich hab es nie begriffen. Das wird sehr gut. Sehr gut. Hallo. Wir machen ein neues Game. Unsere eigene Fantasie. Ja, es läuft sehr gut. Wir haben jetzt ein Prototyp, ein Benziner. Ah. Und dann haben wir es auf den Computer gebrannt. Und dann haben wir es so versucht, mit Zeichnung, was es so in Spiel umgesetzt wird. Super. Hallo, Manuela. Ach, schau mal, wer da ist. Hallo. Ich habe einen Kuchen hier. Hast du Lust? Oh ja. Ich komme. Unsere Nachbarin kommt mit einem Stück Kuchen. Hallo. Hallo. Ah, das ist ja toll. Herrlich. Wieder mit so einem Überraschungsstückchen. Ja. Was sagt ihr dazu? Ja. Ja. Oh, Kack, was macht ihr denn ihr hier? Ihr eigenes Game. Soll ich da mal ausprobieren? Ja, pust mal. So. Ich finde das so toll, dass so ihr nun was toll, selbstständig was ihr macht. Habt. Ah, nein, dann danke. Danke. Also, Jetzt ist aber gleich Schluss. Ja. Schöne Woche. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht, was Liebe ist. Darum komm ich zu dir. Ich hab es nie begriffen. Darum bin ich bei dir gelandet. Darum hab ich dir nicht gekannt. Darum haben wir uns nicht gekannt. Darum liebe ich dich so sehr. Du bist die Wärme so leer. Ich hab das nie verstanden. Darum bin ich an deiner Hand. Ich hab immer dich vertraut. Darum hab ich dich nie getraut. Ich hab dich immer gesagt, was du bist, die Nummer 1 Schatz.